Ich habe gestern im Moderationsseminar und ich gratuliere euch, liebe Gemeinde, zu euren engagierten Moderatorinnen und Moderatoren, zu diesem Team hier. Ich habe im Moderationsseminar ein Zitat von Mutter Teresa erwähnt. Ein Zitat, das, glaube ich, für all die gilt, die in dieser Gemeinde mit anpacken. Und Gemeinde heißt ja immer auch, ich packe mit an, ich bin Teil davon. Ich komme nicht nur als Besucher und lehne mich zurück, sondern ich finde so allmählich rein und trage mit. Mutter Teresa hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie perfekt du etwas tust, wie viel du tust. Das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, mit wie viel Liebe du es tust. Wir sind so wahnsinnig beschäftigt, es gibt so furchtbar viel zu tun. Wir drehen an vielen großen Rädern, finden kaum Zeit, um auszuruhen. Wir setzen alle Kraft daran und kommen doch nicht recht voran. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Und das gilt im Übrigen für das Übersetzen, genauso wie fürs Stühle schleppen und fürs Moderieren und fürs Predigen. Das, was zählt, ist die Liebe. Der Refrain ist so einfach, den habe ich komponiert. Den möchte ich gleich mit euch gemeinsam singen. Ihr braucht keinen Text auf der Leinwand. Wenn ihr mögt, könnt ihr mit mir singen. Das, was zählt, ist die Liebe. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Ihr habt heimlich geübt. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Immer weiter, immer schneller, immer mehr Leistung Tag für Tag. Marathonmenschen ohne Pause lösen Probleme Schlag auf Schlag. Wie wär's, wir hielten mal kurz an und fragten, worauf kommt's denn an? Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Wichtig ist nicht, wie viel wir leisten. Wichtig ist auch nicht, wer gewinnt. Wichtig ist, mit wie viel Liebe wir bei der Sache sind. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Was zählt, ist die Liebe. Was zählt, ist die Liebe. Christoph, vielen Dank für dieses wunderschöne Lied
Und mit dieser Liebe möchte ich euch jetzt den Bibeltext zur Predigt lesen aus Markus 4 und beginne mit den Versen 3 bis 9. Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30- und einige 60-fach und einige 100-fach. Und Jesus sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit dem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Wir erbitten deinen Segen für das, was wir reden und hören, Herr. Du sollst zu Wort kommen in uns. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Wenn man diesen Bibeltext hört und ein bisschen den Respekt ausschaltet und sich das mal genau betrachtet, was da bildhaft zu sehen ist, dann könnte man denken, Mensch Jesus, du gibst dich echt mit Kleinkram ab. Mit Peanuts, mit Winzigkeiten. Du könntest doch auch über Kokosnüsse predigen oder über Orchideen oder über einen großen Felsblock. Aber Senfkorn, wenn ich mit einem Bleistift einen kleinen Punkt machen würde auf ein weißes Blatt Papier, einen kleinen Punkt, oder mit einem Kugelschreiber einen winzigen Punkt, dann wäre der schon größer als ein Senfkorn. Wenn ich hier ein Senfkorn hätte, da würde das schon die Lisa in der ersten Reihe nicht mehr sehen. Wir reden über etwas winzig, winzig, winzig Kleines. Und auch die Weizenkörner, die in dem anderen Gleichnis vorkommen, ihr habt es gemerkt, Markus
Kapitel 4, da kommen mehrere Gleichnisse, die mit Wachstum zu tun haben, vor. Auch diese Weizenkörner sind ja nun nicht besonders groß und nicht besonders schön. Und so eine Handvoll Weizenkörner in der Hand zu haben oder im Magen zu haben, naja, Jesus, warum diese Peanuts? Jesus, warum diese Winzigkeiten? Jesus, warum dieser Kleinkram, könnte man denken, auf den ersten Blick? Ich glaube, dass Jesus ganz bewusst unseren Blick auf die Winzigkeiten lenkt, unsere Augen schärft, uns Mut macht, mal die Lupe zu nehmen und genau hinzuschauen, um uns ein Geheimnis deutlich zu machen, was ihr für klein haltet, für unbedeutend haltet, für nicht so wichtig oder gar nicht wichtig, was ihr oft überseht und vielleicht gering schätzt. Das kann unfassbare Wirkung erzielen. Ein Senfkorn kann heranreifen zum Baum und kann wachsen und wachsen und wachsen. Eine Handvoll Weizenkörner auf einem Feld kann viele dicke Ähren hervorbringen, aus denen dann Mehl wird und später Brot, Lebensmittel, das satt macht und stark macht. Es geht in beiden Bildern um das Wachstum. Es geht darum, dass aus Kleinigkeiten etwas wird. Jesus malt vor unser inneres Auge einen erfahrenen Landwirt, einen Bauern. Nun muss man sagen, vielleicht sind einige von euch in der Landwirtschaft aufgewachsen oder leben als Landwirte und Landwirtinnen. Das, wie es bei uns zugeht auf den Feldern und das, wie damals im alten Orient, ist ziemlich weit auseinander. Also die hatten noch keine Zugmaschinen, mit denen sie im großen Stil ernten und säen konnten. Die hatten keinen Schlepper, der den schweren Pflug da durchzog. Da war alles ein bisschen anders. Wir sehen einen Mann, der vor sich ein Tuch gebunden hat und in diesem Tuch sind Samenkörner und er greift da rein und mit Schwung verteilt er die. Er hat das schon oft gemacht, Jahr für Jahr. So war es üblich damals im Orient und es gibt das manchmal bis heute. Damals, ich musste das erst nachlesen, weil ich ja nicht vor 2000 Jahren dabei sein konnte als Journalist und live berichten, würde ich natürlich gerne machen. Damals war das nicht so wie bei uns heute, dass es so klar gegliederte und abgegrenzte Felder gab. Also bei uns sieht man ja, das ist noch Feld und das ist jetzt schon Rhein oder das ist schon die Straße daneben. Das war nicht so. Man hat den Boden nicht so intensiv bearbeitet, man konnte das nicht. Bei uns sind die Felder quadratisch praktisch meins und dort ging es ein bisschen mehr durcheinander. Und dann passiert das, was unvermeidlich ist. Und das kennen die Zuhörer Jesu. Das kennen die aus ihrem eigenen Alltag. Die sind ja genau in dieser Umgebung aufgewachsen. Nicht an allen Stellen, an die der Samen hinkommt, haben die Körner eine Chance. Da ist ein wertvolles Samenkorn, aus dem viel wachsen könnte, aber es landet auf dem Felsen, der da aus dem Boden rausschaut. Und am See Genezareth, das ist vulkanisches Gebiet, da gibt es einige Felsen. Könnt ihr den Wilfried Schroth ja fragen, euren Gemeindebruder, ich soll euch übrigens grüßen, aus Migdal. Wir hatten vor ein paar Tagen Kontakt, der kennt sich da gut aus in der Gegend. Da gibt es viel Felsen. Und da gibt es auch viel Gestrüpp und Dornen. Und manches von dem guten Samen, der da gelandet ist, das wird zugedeckt, das wird erstickt, das wird abgetötet durch die Dornen. Das ist ja wie bei mir im Leben, das ist ja wie bei uns im Leben, oder? Da fällt etwas Gutes hinein in unser Leben, ein gutes Wort, ein guter Satz, ein gutes Lied, ein Zitat, ein Bibelvers, ein Lächeln von einer Schwester oder einem Bruder, eine gute Ausbildung, eine wertvolle Beziehung, ein Gottesdienst, der uns stärkt, ein paar kostbare Tage der Stille, die wir uns gönnen. Ein Lied, das mich ganz tief bewegt oder ein mutmachendes Gespräch. Gutes ist ausgesät in mein Leben. Und auch wenn ich euch nicht kenne, bin ich ziemlich sicher, dass ich das so behaupten kann, auch in euer Leben. Gutes, viel, 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 viel Gutes ist ausgesät. Aber dann kommt was dazwischen. Dann kommt der felsige Boden, dann kommt das Dornengestrüpp, dann kommen die Vögel,
was wäre das bei uns heute? Bei mir wäre es die Hektik, die viele Arbeit, dieses noch machen wollen, jenes noch machen wollen, Zerstreuung im Netz, Ablenkung, noch eine Mail und noch eine Mail und noch eine WhatsApp-Nachricht und so viel Hiobsbotschaften und. Und dann hat das Samenkörnchen, das eigentlich doch so Gutes in mich hineingesät hat, keine Chance mehr. Tragisch. Dann kann ich mich schon mal fühlen wie so ein Felsblock, auf dem nichts mehr wachsen kann, oder wie plattgetretener Lehmboden. Ich kenne dieses Gleichnis noch aus dem Kindergottesdienst, aus der Jungschar, da wurde es oft erzählt und es wurde immer mit diesem warnenden Unterton erzählt. Vielleicht kennt ihr den auch. Pass bloß auf, dass dein Leben nicht so ein Felsblock ist. Dass du nicht den Fehler machst, dir von Vögeln das wegschnappen zu lassen, was an Gutem in dich hineingeht. Pass bloß auf, dass deine Samenkörnchen nicht von Dornengestrüpp erstickt werden. Ich habe das noch im Ohr, diesen erhobenen Zeigefinger, diese Mahnung, diese Drohung, im schlimmsten Fall diese Einschüchterung. Und als ich mich jetzt vor 2 Jahren, da habe ich Texte geschrieben für ein neues Album zum Markus-Evangelium, als ich mich mit diesem Text nochmal beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da steckt ja noch ganz viel mehr drin in diesem Gleichnis, was ich bis dahin noch gar nicht entdeckt hatte. Mir geht das so wie manchmal vor einem Kunstwerk, vielleicht kennt ihr das, man steht vor einem Kunstwerk im Museum oder sieht das in einer guten Reproduktion und man erkennt da schon was, aber wenn ein Fachmann, eine Fachfrau einem noch was dazu erklären, dann sieht man immer noch mehr und entdeckt man immer noch mehr. Und wenn man ein Jahr später kommt, entdeckt man noch mehr. Und das, was man auf Anhieb gesehen hat, ist ja immer noch da, das stimmt auch, aber es gibt noch viel mehr Ebenen. Manche Künstler haben viele Ebenen hineingelegt in ihre Bilder. Ich stand vor ein paar Tagen in Mainz vor den Chagall-Fenstern und habe eine Stunde lang dem Audio-Guide gelauscht und fand das total faszinierend. Und als die Stunde vorbei war, dachte ich, jetzt könnte ich nochmal anfangen und würde nochmal Neues entdecken. Und so ähnlich wie so ein Kunstwerk sind die Gleichnisse Jesu. Da gibt es immer noch eine Ebene mehr. Das heißt nicht, dass das, wie ich es als Kind verstanden hatte, falsch war. Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen und das ist das, was ich euch heute Morgen vor allem mitgeben will. Das Gleichnis warnt nicht nur, sondern es hat eine ganz, ganz mutmachende Komponente. Ich habe, als ich mir das Gleichnis nochmal neu betrachtet habe, etwas von der großzügigen, verschwenderischen Liebe Gottes erlebt. Darauf macht uns Jesus aufmerksam. Schaut genau hin, sagt er, guckt euch das an, guckt euch an, was aus dieser Winzigkeit wächst. Ja, ein Teil der Saat vergeht. Ja, da ist Felsen. Ja, da sind Vögel. Ja, nicht alles geht auf. Aber da gibt es auch gutes Land. Da gibt es ideale Bedingungen. Und das Gute, was hineingelegt wird, vielleicht auch in diesem Gottesdienst, in dein Leben, das findet das richtige Biotop und das kann wachsen und wachsen und wachsen. Und jetzt kommt was, das muss eigentlich all die von euch, die was von Geld und Finanzen und Wirtschaft und Landwirtschaft verstehen, begeistern. Andreas, wenn man als Kaufmann sieht, 30-fachen Gewinn, 60-fachen Gewinn, 100-fachen Gewinn. Also wenn mir das einer verspricht, du kriegst 30-fachen Zins, dann gehe ich sofort dahin. Nein, gehe ich natürlich nicht, weil das stimmt ja nicht im realen Leben. Bei Jesus stimmt's. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wisst ihr was, wenn ich mir das bewusst mache, ist doch egal, dass da ein paar Sachen auf Fels gelandet sind und nicht auf. Ist doch völlig egal, dass die Dornen manches erstickt haben. Da lässt Gott etwas Großartiges wachsen. Auf dem guten Land, 30-fach, 60-fach, 100-fach, das ist unglaublich viel, weil diese 100 Körner, die da aus einem Korn entstanden sind, wenn ich die wieder sehe, dann werden es ja nochmal 30 oder 60 oder 100 Mal so, und nochmal und noch. Mancher von euch kennt vielleicht die Weizenkorn-Legende. Steht nicht in der Bibel, ist so eine indische Weisheit.
ein weiser Mann erbat vom König nur eine Kleinigkeit. Er sagte: König, hier ist das Schachbrett und ich wünsche mir, dass du für mich auf das erste Feld des Schachbretts ein Weizenkorn legst und auf das zweite doppelt so viel, zwei Weizenkörner und auf das dritte vier Weizenkörner. Und der König sagte: Du weiser Mann, du hast mir schon bei so vielen kniffligen Fragen geholfen. Diese Bitte gewähre ich dir gerne. Das sollen meine, weiß ich nicht, Landwirtschaftsbeauftragten sollen dir gerne geben und dir die Weizenkörner auf das Schachbrett legen. Die Mathematiker von euch, die wissen schon, wo die Geschichte hinführt. Den anderen sage ich es: Auf dem 64. Feld liegen 9 Trillionen Weizenkörner. 9 Trillionen. Und natürlich muss man bei der Gesamtsumme dann, das geht ja nur theoretisch, kein Schachbrett der Welt ist so groß, natürlich muss man dann auch noch die ganzen anderen 63 Felder, auf denen ja auch schon Weizen liegt, mitrechnen. Und dann kommt man auf eine Zahl, die hat 19 Ziffern hintereinander. Ich weiß nicht, was das ist. Unglaublich viel, wenn es sich nur verdoppelt. Und genau das macht Jesus uns klar. Das, was auf gutes Land gesät wird, das verbreitet sich ganz, ganz weit. Aus Winzigkeiten, aus dem, was ihr für eine Winzigkeit haltet, was ihr vielleicht gar nicht wahrnehmt, kann Großes werden. Ich habe es euch vorhin erzählt, ich bin Journalist und ich hatte in den letzten Jahren ein Vorrecht, ein Verlag kam auf mich zu und hat mich Bücher schreiben lassen über verschiedene Projekte von Christen weltweit, zum Beispiel das Reha-Zentrum Lifegate im Westjordanland, bei Bethlehem, wo der Wilfried auch als Bäcker schon geholfen hat. Oder das Seehaus hier in Leonberg, wo junge straffällige Jugendliche so eine Art Alternative zum Jugendgefängnis machen. Und auch die Netanya-Kirche in Indien, über die habe ich das erste dieser Bücher geschrieben. Und ich will euch nur eine Kleinigkeit aus der Entstehung dieser Kirche erzählen. Liebe Übersetzer, das steht jetzt nicht in meinem Manuskript, das habe ich mir erst heute Morgen ausgedacht, dass das hier wunderbar reinpasst. Ihr kommt hoffentlich trotzdem klar. Da kommt in den 60er Jahren ein Student aus Indien nach Sindelfingen, weil er Maschinenbau studieren will und beim Daimler sich das Geld dazu verdienen will. Seine Eltern in Indien hatten große Sorge, wenn er zu den barbarischen Deutschen kommt, ob er dann wirklich noch beim Glauben dranbleibt. Sie waren Christen und haben ihm gesagt: Du gehst zur Bibelstunde. Du suchst dir deutsche Christen und gehst zur Bibelstunde. Und wo ist er hingekommen damals in Sindelfingen? In die Adventsfeier des CVM Sindelfingen. Mit Kerzchen und Stollen und Spekulatius. Was das mit Christentum zu tun hat, hat er erstmal nicht so verstanden, weil die ganzen Gebräuche für ihn völlig neu waren und ungewöhnlich. Aber die Liebe, die hat ihn begeistert. Und dann ist einer auf ihn zugekommen und hat gesagt: Wo feierst du denn den Heiligabend? Der wusste gar nicht, dass für die Deutschen an Heiligabend was Besonderes passiert. Er sagte: Ich weiß es nicht. Ja, du feierst bei uns. Und etwas später ist er dann bei dem Menschen, der ihn eingeladen hatte, Diakonin der Gemeinde, eingezogen. Der hat ein Zimmerchen unterm Dach und hat ihn da während seiner Studentenzeit aufgenommen. Und das hat den Vater dieses jungen Inders in Indien, wohlhabender Geschäftsmann, so beeindruckt, dass er gesagt hat: Wenn die deutschen Christen so zu meinem Sohn sind, dann möchte ich auch gastfreundlich sein. Und dann hat er den Kuhstall hinterm Haus umgebaut und hat 8 Jungs von der Straße, Straßenkinder, die niemanden mehr hatten, aufgenommen bei sich. Ein winziges Waisenhaus sozusagen im eigenen Garten. Und aus dieser Sozialarbeit, angeregt durch einen freundlichen CVM, der einen Gast von außen einfach aufgenommen hat, aus dieser Sozialarbeit ist die Netanya-Kirche entstanden, die mittlerweile in 1100 Gemeinden im Slum, im Dschungel, in einfachen Dörfern sich zum Gebet trifft und zum Gottesdienst trifft. Ist die Netanya-Gemeinde entstanden, bei der heute 120.000, 130.000, 140.000 Menschen Sonntag für Sonntag zusammen sind, auch heute wieder. Und ich weiß, dass einige von den Mitarbeitern auch darum beten, dass das heute gelingt, weil wir miteinander im Gespräch sind. Aus Winzigkeiten, aus einer kleinen Geste der Gastfreundschaft kann Gott etwas ganz, ganz Großes wachsen lassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu ausführlich erzähle, sonst wird die Predigt zu lang.
Mich tröstet das, wenn ich das Gleichnis so lese und so verstehe. Mich tröstet dieses Versprechen, manches wächst 30-fach, 60-fach, 100-fach, weil ich das doch auch aus meinem Leben kenne und nicht nur von anderen, die ich kritisch beäuge, dass es da Dürrestellen gibt und dass ich manchmal denke, das und das, ich lerne es einfach nicht mehr. Ich habe es mir so oft vorgenommen. Meine Seele fühlt sich da an wie plattgetretener Lehm. Meine Persönlichkeit enthält natürlich Bereiche, die nicht gutes Land, gutes Wachstum gleich von vornherein möglich machen. Aber viel größer als meine Begrenzung ist seine Gnade. Aber viel größer als meine engen Grenzen, als meine Einschränkungen, als mein felsiger Boden ist seine Großzügigkeit, ist seine engagierte Gartenarbeit an mir, die großartigen Ertrag bringen kann. Ich schlage vor, dass wir die Gleichnisse Jesu heute Morgen mal so auf uns wirken lassen. Du hast trotz aller Begrenzung so viel gutes Land in dir. Da ist so viel fruchtbarer Boden. Freu dich mal dran. Sag Danke zu deinem Schöpfer. Lass es zu, dass er darauf sät. Trau ihm etwas zu. Vertrau ihm, dass er Wachstum schenkt aus Winzigkeiten, aus Kleinigkeiten. Gott ist so leidenschaftlich, so verschwenderisch, so großzügig wie der Sämann. Er ist kein Kleinkrämer. Er ist nicht so, dass er sagt, also erstmal müsst ihr mir zeigen, ganz genau zeigen, dass ihr das wirklich wert seid, dass ich da. Oder das ist überhaupt nicht Gottes Art. Großzügigkeit ist seine Art. Fulbert Stefensky, der Theologe, spricht mit Blick auf die Gleichnisse, die ich euch heute Morgen nahebringe, von der zärtlichen Torheit Gottes. Zärtliche Torheit Gottes. Gott ist mit Verlaub ein bisschen verrückt. Verrückt vor Liebe zu uns. Nicht berechnend, nicht auf Gewinnmaximierung aus. Wie kann ich am meisten da rausholen, sondern zärtlich, liebevoll, verrückt und investiert in uns mit weitem Wurf und mit Mengen von Samen, von Saatgut. Und dieses Saatgut landet bei den Superfrommen und bei den Randständigen, bei den Hochbegabten genauso wie den Normalos und bei denen, die selbst glauben, ich habe eigentlich nichts zu bieten. Er investiert in mich, er investiert in dich. Wir haben es vorhin gesungen mit der Band zusammen, diese Gnade kann ich nicht verdienen, diese Gnade ist ein Geschenk. Das, worüber ich heute spreche, ist nichts anderes als großzügige, unverdiente Gnade, ein Geschenk. Trotz allem, trotz mir, trotz meines felsigen Bodens lässt Gott etwas wachsen. Das Lied, das ich dann schlussendlich geschrieben habe über diese Bibelstelle, werden wir gleich als Video sehen. Ein weites Feld ist deine Seele, ein weites Feld und Gott sät aus. Ein weites Feld ist deine Seele und mit der Zeit wächst gute Frucht daraus. Als Journalist bin ich es gewöhnt, skeptisch zu sein und zurückhaltend zu sein, wenn einer zu viel jubelt. Und ich beobachte immer wieder die negativen Seiten der Medaille und kann mich so wenig freuen an den positiven. Dieses Gleichnis Jesu macht mir klar, jetzt schau doch mal nicht länger auf den Felsen. Damit kannst du dich später nochmal beschäftigen. Und lass mal die Dornen, freu dich am guten Land. Ich lade euch dazu ein, dass ihr euch an eurem guten Land freut. Denn das, was hier fürs Reich Gottes gilt, und das ist mein letzter Gedanke, das gilt auch für das bisschen Vertrauen, was wir in uns tragen. Das bisschen Zutrauen zu uns selbst. Aus Kleinigkeiten kann Großes wachsen. Vertrau darauf, dass Gott durch Dürreperioden und Missernten und Sturm hindurch Wachstum schenkt. Vertrau darauf, dass nichts und niemand ihn daran hindern kann, dass das Gute, was er auf dein gutes Land sät, aufgehen kann. Das ist eigentlich das Einzige, was von mir erwartet wird. Die Saat kann ja nichts tun, ich kann nichts beitragen, ich kann nur darauf vertrauen, dass es wahr ist, was Jesus sagt, und mich darauf einlassen und darüber gelassen werden und fröhlich und dankbar. Das bringt mich dazu, ihm zu sagen, wie großartig ich ihn finde, ihm zu singen,
ihn zu loben, bei ihm in seiner Nähe aufzuatmen, immer wieder neu Luft, Kraft, Zuversicht zu tanken. Nicht, weil ich so großartig bin, weil er so großartig ist. Es darf etwas wachsen in dir, so wie aus dem kleinen Samenkorn eine riesengroße Eiche werden kann, noch größer als die Senfstaude. Gott lässt es wachsen. Hab Freude daran. Werd dankbar darüber. Sag ihm, wie großartig er ist. Amen. Herr Jesus, öffne uns die Augen für Dinge bei uns, die sich durch deine Gnade gut entwickeln. Bewahr uns davor, dass wir immer nur das Negative sehen. Lass uns Freude entwickeln, Vertrauen, immer neu. Und gerade dann, wenn es schwerfällt, Ja zu uns zu sagen und zu den Möglichkeiten, die du in uns hineingelegt hast. Danke für diese Gemeinde, danke für die Vielfalt an Persönlichkeiten, für die Vielfalt an unterschiedlichen Böden. Danke für deine verschwenderische, fast verrückte Liebe zu uns allen. Du säst aus, du schenkst reiche Ernte. Danke dafür. Amen.